Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test und es gibt heute Eis. Aber nicht irgendein Eis, es ist der McFlurry von McDonald's, der im Moment wieder mal in einer speziellen Ausfertigung kommt. Und wer den Film Chantal im Märchenland gesehen hat, wird diesen McFlurry sogar sehr gut im Film präsentiert gesehen haben. Hier ist sie auch drauf. Es ist der Magic McFlurry Chantal im Märchenland. Prinzessin Shanti empfiehlt ihn auch im Film, in der Handlung. Also so viel Schleichwerbung gab es, glaube ich, noch nie. Grundsätzlich, wenn man mal reinguckt, es ist halt das übliche Vanilleeis. Es ist, wenn ich das richtig sehe, könnte es eine Kirschsoße sein, die hier drin ist. Und ganz viel so dieses bunte Gekräusel. Leider finde ich jetzt hier erstmal nichts. Wobei ich sagen muss, wenn man das hier mal so sieht und das hier mal vergleicht, sieht das natürlich viel schöner aus. Gerade so, was jetzt die Soße betrifft. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es schmeckt, weil ich meine, das Eis schmeckt ja immer. Gerade das Vanilleeis von McDonald's ist eigentlich immer lecker. Und ja, naja. Also, es ist eigentlich fast ein bisschen einfallslos hier so reingeschüttet. Hätte man, glaube ich, ein bisschen schöner machen können. Aber es sieht ja nie so aus wie dann auf der in dem Foto. So, es ist auf jeden Fall tatsächlich, das kann man sagen, sehr fruchtig. Also wenn man das hier mal so auf dem Löffel hat. Ich würde sagen, ja, das ist Kirsch. Das ist eine Kirschsoße, die halt einfach in dieses Vanilleeis gemischt wird. Plus der bunte Streusel. Ich weiß gar nicht. Naja, es sind irgendwelches Zuckerkram. Macht irgendwie optisch, zumindest auf dem Produktfoto, durchaus was her. Das mit der Kirsche und dem Vanilleeis ist auch lecker. Das bunte Gekräusel, das bräuchte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Aber an sich ist es lecker. Wenn es das jetzt noch im Kino gäbe, wenn man quasi aus dem Kinosaal rausgehen könnte, um das dann gleich zu kaufen, wenn es denn schon im Film so schön präsentiert wird. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Aber naja, muss man dann halt zu McDonald's gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.